Hallo Freunde, mein Name ist Kenneth Hiesbrecht und ich gucke dich aus dem Gelder Umfang für den Tag hier heute. Wir sind auch bei den Verrechten und Torfassen haben bei Lebenswasser Quark. In Wirklichkeit ein Torfass ist einfach der beste Teil zu meinen Quark sein, wir nutzen Zelebrierungsfass, wie jochen, wie klatschen unsere Hänge, wie freien uns mit. Mit diesen Menschen wird die Entscheidung genommen, zum Jesus hingehen zu gehen und sich Tor verloren aus dem Beweis, dass sie gestorben sind, zu ihrem Leben und die sind abgestorben, zu ihrem Leben. Er nutzt eine wundervolle Zeit. In Wirklichkeit nutzt er gerade die Entscheidung, die du in euch kann nehmen. Als die Entscheidung ist, wie wir um Jesus hingehen gehen und vor allem leben oder nicht. Wenn in Wirklichkeit du merkst, für alle Ewigkeit, der Unterscheid. Über die letzte paar Sende habe ich auf Pastor John und den Thema gekickt von Wechselpunkt Nummer 2, wo wir kicken dann nur die engen Tiden, nur die engen Welt, wo Jesus vor drei kommt, nur die 7 Jahre, nur die 1000 Jahre zurück. All diese verschiedenen Dinge haben wir nur gekickt und wir sagen, dass wir sind eine engen Tiden. Wir wollen gar nicht so was nächstes Werk passieren, ein paar Jahre von mir oder so was in unserer Lebenszeit passieren. Aber wir kicken rum uns in der Welt, wir sagen die Tidens, dass der Eng von der Welt, das Mess hier, die Tidens wurde in der Bibel beschrieben, dat, die passieren von der ersten Tag. So wir sind die engen Tiden, wir wollen gar nicht nur Jesus Wort zurückkommen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung wahrnehmen, die nie, wenn wir hier noch sind. In Wirklichkeit, dass es Gott wird, Pferde weiß zu kriegen. In Offenbarung Kapitel 21. So das soll nur diesen Jahr zurück, wo du wort sein. Wir haben nur all die Teilmarsche in der Vergangenheit gekickt. Aber nur diesen Jahr zurück, nie erst in den neuen Himmel, in den neuen Erde. Und Gott kommt auf mit dem neuen Jerusalem. Und er wohnt hier auf dieser Erde, mank uns Menschen, für alle Ewigkeit. Und wir sollen ein Farschfeuer. Und Gott wird alle Truhen von der Ewen waschen. Du wirst ja in Dout oder Trier oder Hielen oder Weide mal sein. Dies wird verheer ist, ist verschwungen. In Wirklichkeit, wir können uns am meisten nicht vorstellen, wo das Wort sein. Für alle Ewigkeit mit Gott zu wohnen, wo du kein Truhen sein, wo du kein Weide ist, wo du kein Dout ist. Und wir kicken Pferdeweiter an, wenn wir wohnen in einer verfallenen Welt, wir kicken auch rum uns, wir sollen Eierreichtigkeit, wir sollen Dout, wir haben Truhen anstatt und Boy, wir hungern, wir machen Schaufen mit uns, ja, all diese verschiedenen Dinge. Wird passieren und von der verfallenen Welt wohnen, wollen wahrgenommen worden. Und wir wollen für alle Ewigkeit mit Gott zu wohnen. Wir können uns am meisten nicht mehr vorstellen. Und so, ich kicke Pferde weiter den Tag, und ich gucke dir das zurück. Und wenn du noch nicht Jesus hast angenommen, denk dir an, wir sind in den engen Tiden. Das ist noch deine Gelegenheit. Nur, wo du noch lebst, hast du die Gelegenheit, zu Jesus angenommen. Und so, wenn du wirst gleichen, kurz und zweitig mir eine Sache geschrieben. Und wir wollen helfen, mit dir zu beten. Und wir wünschen ihnen, dass eine so gute Werk verdient, weil wir diese Nähigkeit rohen Menschen dürfen. Weil wir Jesus mit unseren Nubasch. Wenn wir sind in der engen Tiden und es lohnt sich, zu besorgen für uns Nuba. Und sagen wir mit dir auch, Jesus kann das. Weil wir alle zu wissen, dass Gott singt, hat eine gute Werk.